Tag 3 der Fick-Mühlen-Wanderung. An dem Tag lief ich 27,6 Kilometer, startete vor Lockstedt, bin dann über Lockstedt gelaufen, dann über die Ortschaften Stotte und Hagen im Bremischen und habe im Wald zwischen Hagen im Bremischen und Lehnstedt mein Zeltlager aufgeschlagen. So, jetzt Videostart kommt. Ne, guten Morgen. Tag 3 dieser verschmierten Dreckswanderung. Scheiße, ich hab irgendwie viel zu lange geschlafen und sowas. Es ist schon kurz vor 11 oder so. Weiß auch nicht, ich war voll müde gewesen und schlapp und kaputt und hab so lange im Zelt geschlafen. Heute Nacht habe ich schon Rotwild gehört, wie die mein Zelt angebellt haben. Ich glaube, da war nur einer da. Das fand ich amüsant. Ja, ansonsten gleich Sachen packen, Zelt zusammenbauen, Zähne waschen und danach hier zu Lockstedt oder wie das heißt, um dort Bier zu kaufen. So, bevor ich Zelt abbaue und meine Füße in frischen Socken reinpacke, wasche ich die so ein bisschen, weil da ist ja ein bisschen Dreck dran. mit ein bisschen hier, wie heißt das nochmal? Shampoo oder wie das heißt. Damit die sich dann gleich frischer fühlt. So, jetzt Wurfzelt zusammenbauen. Ich habe mit ganz vielen Mühen mein Wurfzelt zusammengebaut. So, jetzt wird ein bisschen Bartöl, Bart pflegen. Ganz wichtig, damit der nicht stinkt. und beziehungsweise viel gepflegter aussieht. Oh Scheiße, wir haben schon 12 Uhr. Voll Scheiße. Scheiße, dass das so spät ist. Aber jetzt Wanderungsstart kommt. Ich bin hier in Lockstedt, hier diese Ortschaft, wieder angekommen. Und weil ich hier angekommen bin, werde ich, glaube ich, vorher nochmal eine Sparkasse suchen, um zu prüfen, wie viel Geld ich noch da habe. Ich weiß, dass ich da nicht mehr so viel drauf habe, ein paar Euro oder so. Aber trotzdem einmal gucken, weil jetzt im Portemonnaie habe ich nur noch 6 Euro, die letzten 6 Euro zum Bier ausgeben. Und das reicht irgendwie nicht so richtig für 2 Sechser. Und deswegen gucke ich nach der Sparkasse und hoffe natürlich, dass ich da irgendwie noch ein paar Euro drauf habe. Ne, ich habe diese voll verranzte Sparkasse gefunden. Wie heißt das nochmal? Prüfen, wie viel Geld ich drauf habe. Ne, sieht scheiße aus. Ich habe nur noch 3,17 Euro drauf. Muss ich gucken, wie ich das hinbekomme mit Bier kaufen. Ja, mal gucken. Aber scheiße, ich habe nur noch 3,17 Euro auf dem Konto drauf. Aber jetzt erstmal E-Center suchen und finden, um Bier zu kaufen. Ne, guck mal da, ich habe diesen verschmierten E-Center gefunden. Jetzt kann ich endlich Bier kaufen gehen. Ne, von dem letzten Restgeld, was ich im Portemonnaie hatte, ich weiß nicht, 6,10 Euro, 6,20 Euro so ungefähr hatte ich im Portemonnaie drin, ja. Und davon konnte ich mir nur 10 Bierkühler kaufen. Die restlichen Flaschen habe ich jetzt da reingepackt schon. Die Kühltasche. Weil ich das nicht beim Rausfahren halten wollte. Das heißt, ich habe jetzt noch vielleicht später noch die Chance für 3,17 Euro, was ich jetzt auf dem Konto habe, per Kartenzahlung vielleicht eine Kleinigkeit zu kaufen. Wenn ich irgendwann anders irgendwie auf den Laden komme. Aber das nehme ich dann wahrscheinlich einerseits für irgendwas Kleines zu fressen, keine Ahnung. Und darauf erstmal erstes Bier für heute trinken. Endlich wieder Bier trinken. So, jetzt weiter zugelaufen. Bei der D3 Shepherd, was ich voll cool finde, habe ich hier meinen urinfarbigen Fummel ausgezogen. Damit noch mehr D3 Shepherd rumkommt. Naja, und weil der D3 voll cool Shepherd, und schon langsam Stich kommt zum Haut,
Werde ich hier schon wieder so eine Sonnencreme drauf machen. Damit das nicht zu rot wird und so. Naja, und darauf, dass ich mich hier schon wieder eingecremt habe, werde ich schon wieder ein Bier trinken. Und jetzt weiter zu gelaufen. Da vorne auf diesem Scheißschild, da steht 48 km bis nach Bremen entfernt. Endlich wieder Bier trinken. Ich hab Bier aufgemacht. Hier, ich hab zwei Pfanddosen gefunden. Ich dachte, die nehme ich mal mit. Das sind dann gleich 50 Cent. Vielleicht werde ich dann demnächst einkaufen gehen, weil ich hab jetzt wirklich gar nichts mehr im Portemonnaie. Und nur 3,17 Euro auf der Bank für Kartenzahlung. Und deswegen dachte ich, nehme ich das mit. Damit, falls ich heute Abend irgendwie... Ich habe fast nichts zu essen dabei. Dass wenn ich dann später Hunger bekomme, vielleicht werden sich die 50 Cent irgendwie auszahlen lassen. Dass ich mir was, keine Ahnung, so ein Snack oder sowas bei irgendeinem Supermarkt holen kann. Und ach ja, ich bin jetzt gerade, bin ich durch an so einen See vorbeigelaufen, so einen Badeteich oder wie das heißt. Da haben ganz viele Leute geschwommen. Und ich wollte da unbedingt reinspringen, weil ich hatte davor das Bedürfnis, danach irgendwie eine Runde schwimmen zu gehen. Aber weil mir da einfach echt viel zu viele Leute waren, also jeder einzelne Platz war so richtig belegt gewesen. Zumindest an dieser Teichseite, wo ich lang gelaufen bin. Das war mir zu riskant gewesen wegen meiner Kamera. Ich will die nicht, nicht, dass irgendjemand dann auf die Idee kommt, meinen Wagen hier zu beklauen oder sowas. Deswegen habe ich das mal lieber sicherheitshalber sein gelassen. Aber ich hätte echt Bock drauf gehabt auf so eine kleine Runde Schwimmen. Und hier, darauf saufe ich hier ein Kokoswasser, was ich noch von zu Hause mit dabei habe. Mitgenommen habe. Ich hatte ja... Krankheit! Ich habe ja zwei von so einem Kokoswasser oder sowas mitgenommen. Also einmal so ein Kokoswasser und einen so Kokosmilch oder wie das heißt. Und deswegen saufe ich jetzt dieses Kokoswasser zum Trinken. Dieser Weg hier ist voll naturhaft, weil hier ist Matsch und sowas. Aber laut Google Maps sollte ich nach da lang laufen. Ich hoffe, das führt mich auch richtig dahin. Also wo mich Google hinschickt, keine Ahnung, aber ich hoffe, dass wenn ich dann nach da lang weiterlaufe, dass hier, wie heißt das doch mal, dass ich dann irgendwann dahin komme, wo ich hin will. Aber laut Navigation sollte mich das dahin führen. Aber ansonsten, ich habe hier so ein Jägerdings hier gefunden. Und deswegen dachte ich mir, dass ich Bier trinkend da oben eine Pause mache. Ich sitze jetzt hier auf diesen Jäger-Dings, auf diesen Jägerstuhl, wo man einen Blick nach zu diesem Feld da hat und darauf erstmal Bier trinken. Und so sieht von hier oben die Aussicht aus. Da kann man da ganz hinten vielleicht Wildschweine und so und Hirsche und sowas sehen. Wenn hier Jägerzeit kommt, währenddessen Jäger für so etwas benutzen, benutze ich dieses Ding hier zum Bier trinken. So, jetzt weiter zu gelaufen. Oh Scheiße! Hier laut Google Maps muss ich jetzt die ganze Zeit, ganz lange Zeit diese scheiß Bundesstraße mit den ganz vielen lauten Autos und sowas laufen. Und deswegen, bevor ich dann diese ganze Bundesstraße durchlaufe, mache ich erstmal Bierpause genau hier in dieser verdreckten Scheißbushaltestelle. Damit ihr sehen könnt, dass ich jetzt gerade gleich schon wieder am Bier trinken bin. Endlich wieder Bier trinken. Das waren voll cool Geräusche. Endlich wieder ein voll cool Weg. Und nicht mehr diese verdreckte scheiß Bundesstraße mit den ganzen Autogeräuschen und sowas. Hier Verkehrgeräuschen mit LKW und Autos und Busse und Traktoren oder sowas anhören zu müssen. Dieser Weg hier ist viel entspannter. Der führt mich nach dahin, wo ich jetzt lang gehe oder so. Zu dieser Ortschaft, wo ich das auf Google
was ich das hier auf Google Maps geschaut habe. Ich habe den Namen der Ortschaft vergessen. Aber auf jeden Fall sollte durch diese Ortschaft dieser Unterweserweg lang gehen, den ich immer noch nicht gefunden habe. Nee, ich sitze gerade auf so einem abgesägten Baumstamm. Und weil ich hier dieser Waldstuf voll cool finde, weil sowas habe ich in der Stadt nicht, werde ich hier entspannt ein Bier trinken. So ein bisschen Bierpause machen. Und danach geht das weiter zu dieser Ortschaft, wo ich den Namen vergessen, wie die Ortschaft heißt. Ja. Ich glaube, der ist vielleicht dort 2-3 Kilometer entfernt ungefähr. Mir fällt auf, dass ich nur noch einen einzigen Riegel habe. Zum Fressen. Alles andere ist schon aufgefressen und ich hatte auch davor auch wirklich gar fast nur wenig da gehabt. Falls ich heute irgendwie zu irgendeinem Laden hinkomme, dann werde ich wahrscheinlich das bevorzugen, irgendwie ein bisschen mehr was zu fressen zu holen anstatt Bier. Von diesen 3,17 Euro, was ich da auf dem Konto drauf habe. Ich weiß zwar nicht, ob mich das irgendwie täuscht oder so, aber ich höre von da ganz hinten irgendwie ständig irgend so ein lautes Getrampel und irgendwelche Knackgeräusche von größeren Tieren irgendwie. Keine Ahnung, könnten vielleicht Rehe sein, aber könnten auch Wildschweine sein, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall höre ich das da ganz irgendwie immer wieder. Von mehreren Tieren. Das finde ich voll interessant. Bin gespannt, ob ich da wohl gleich was treffen tue. Ja, wenn gleich nichts kommt, solange ich hier gechillt auf diesen Baumstamm hier rumsitze, Bier trinkend, dann gehe ich da gleich weiter zu dieser Scheißortschaft. Oh Scheiße, es sind keine Tiere gekommen und mein Bier ist leer und deswegen gehe ich jetzt weiter. Ne, guck mal, ich habe da vorne diesen verschmierten Aldi gefunden. Von dieser Ortschaft, wo ich vergessen habe, wo ich bin. Da werde ich jetzt für diese 3 Euro, die ich noch auf dem Konto drauf habe, versuchen, günstiges Fressen, also für zwischendurch zu holen. Damit ich bis... Ich glaube, ich schaffe das heute nicht nach Bremen, sondern morgen erst. Das heißt, ich muss doch die Nacht irgendwo hier so einen Wildcamp-Zeltplatz suchen. Aber das ist zumindest, was Hunger angeht, ein bisschen versorgt bin. Deswegen laufe ich jetzt zu diesem verschmierten Aldi rein. Ne, ich habe mir für unter 3 Euro, habe ich mir 5 so eine Brötchen geholt. Naja, es gab nur noch 4 normale Brötchen und dann noch ein so ein Vollkornbrötchen. Aber naja, ist halt so. Dann habe ich mir noch einen Fleischsalat gekauft, so einen Billigfleischsalat. Und so eine Mini-Frikadellen von Aldi. Und ich glaube, ich werde den ersten Brötchen davon fressen. Damit mein Hunger so ein bisschen gestillt wird. Und währenddessen ich das mache, werde ich darauf erstmal ein Bier trinken. Ganz entspannt hier auf dieser verschmierten Scheißbank. Und wenn ich jetzt gleich ein bisschen gefressen habe, dieser Brötchen, mit Frikadellen und sowas, dann werde ich mir irgendwo einen Schlafplatz suchen, hier irgendwo hinter der Ortschaft. Weil irgendwann kommt langsam Dunkle leider. Diese Scheißsonne geht langsam runter. Das nervt. Also, scheiße. Schaffe ich das heute nicht nach Bremen? Muss ich morgen früh anrufen, dass ich den Termin, den ich eigentlich ursprünglich morgen am späten Vormittag geplant habe, auf einem anderen Tag verschieben. Weil ich hier auch nicht wegkomme, ich habe kein Geld mehr, um wegzukommen. Deswegen muss ich zu Fuß laufen. Bin aber ziemlich optimistisch, dass ich das zumindest morgen schaffe, nach Hause zu kommen, fußläufig. Obwohl ich das eigentlich für heute eher geplant hatte. Und dann ist das halt so. Aber trotzdem wenigstens Abenteuer. Guck mal, mein Fressen ist fertig. Armbrot. Zwar leider nichts Warmes, aber ja, muss ich da bis morgen warten, um mir was Warmes zu fressen zu machen, wenn ich morgen angekommen bin. Aber heute sowas. Oh ja, kann man voll cool fressen, das schmeckt sogar.
Habe ich mir was Gutes überlegt. So, ich habe aufgefressen und jetzt, bevor komplett dunkle kommt, irgend so ein Wildcamp-Zeltplatz suchen. Nach, keine Ahnung wohin, da lang oder so. Guck mal, da vorne sind zwei Rehe oder wie das heißt. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob diese zwei mich dann später, wenn ich dann zelten gehe, ob die mich mit ihren Geräuschen verjagen tun. Wenn ich dann wieder am Zelten bin. Also beziehungsweise, ob die mich dann mit diesen hier mein Zelt anbrüllen, damit ich wie letzte Nacht aus dem Schlaf rausgerissen werde von diesen Viechern. Das war amüsant, aber ist halt so, ne? Guck mal, wie nah dran dieser Rotwild hier ist. Tja, seht ihr die Ohren? Da rennt er rum. Ne, guck mal hier. Ich habe einen Wildcamp-Zeltplatz gefunden. Da drüben, da ist eine Straße. Aber da fuhr gerade ein Auto vorbei und den habe ich von hier aus nicht mehr gesehen. Deswegen denke ich, dass man mich hier aus nicht sieht. Aber da vorne ist so ein kleiner Gehweg oder so. Der sorgt mich so ein bisschen, aber hoffen wir nicht, dass da morgen früh irgendwie jemand kommt. Und ja, und deswegen werde ich darauf hier diesen Zeltplatz hier aufbauen. Das Einzige, was mich hier richtig gerade extrem nervt, hier sind voll viele Mücken und sowas. Da will ich die ganze Zeit versuchen zu stechen. Das nervt. aber ich werde jetzt erstmal hier mein Zeltlager aufbauen. Bevor das komplett dunkle wird. Und ich habe noch Bier zum Bier trinken. Ich habe ein Wurfzelt aufgebaut. Jetzt, wo ich den Wurfzelt aufgebaut habe, kann ich diese Wurfzeltinnereien hier rein machen. Ne, hier, meine Zeltinnereien sind eingerichtet. ich glaube, ich habe meine Wasserflasche, was außen drin war, dran war, verloren, aber ich weiß es nicht ganz genau. Das finde ich voll scheiße, aber zwei Wasserflaschen habe ich noch parat. Und deswegen, weil ich noch zwei Wasserflaschen da habe, werde ich jetzt erstmal ein Bier trinken. Hier, Abendbier, bevor das komplett dunkle wird. Extra zum Bier trinken. Und, hier, ich habe nur 28 km heute gemacht. Viel zu wenig für das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Aber, naja, ist halt so. Viel zu spät aufgestanden. Und zu auf Pause gemacht, oder wie das heißt. Oh, jetzt werde ich hier die ganze Zeit von diesen Scheißmücken zerstochen, ey. Also, diese ganzen Scheißmücken, die haben mich volle Kanne hier in mein Zelt reingetrieben, ey. Jetzt habe ich hier Mückenschutznetz dran gemacht, damit ich nach draußen gucken kann. Genauso wie meine beiden Fenster, die sind auch offen. Ja. Und darauf hier noch weiter Bier trinken, bis dann irgendwann dunkle kommt. Ne, ich werde noch ein letztes Gute-Nacht-Bier trinken. Und ich glaube, ein allerletztes Bier, das, was ich dann morgen früh trinken kann, als Guten-Morgen-Bier, habe ich noch in der Kühltasche drin. Aber ich denke, dass das hier das letzte Gute-Nacht-Bier sein wird. Und dann wird das irgendwann immer dunkler und dunkler und dann werde ich dann irgendwann gleich bald schlafen gehen. In der nächsten Stunde würde ich sagen. Ist noch Dämmerung, aber bald kommt Dunkle. Und dann, wenn Dunkle kommt, dann lege ich mich irgendwann hin. Hier, guck mal, ich habe mir das schon wieder so romantisch gemacht mit den ganzen Kerzen da. Heute ist diese dritte Nacht, dass ich mit diesen romantischen Kerzen hier einschlafe. Und diese Kerzen, die heißen Dauerbrenner, heißen die. Die halten schon bis so, ja, maximal eine Woche, würde ich sagen. Wenn man die jetzt die ganze Nacht durchbrennen lässt. Aber natürlich morgens früh dann wieder ausmacht. Ne, Scheiße, ich habe mein Bier ausgetrunken. Mein letztes Gute-Nacht-Bier. Und weil ich mein letztes Gute-Nacht-Bier ausgetrunken habe,
Werde ich, glaube ich, jetzt langsam schlafen gehen. Dann würde ich sagen, gute Nacht, bis morgen.